Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. Wir spielen heute den Gegnermodus bzw. den Versus-Modus Running Back. Und hierbei bin ich Offensive, erster Läufer und er, das sind die Defensive. Ich muss helfen, ihn irgendwo zu so einem bestimmten Punkt zu bringen und die müssen versuchen, uns wegzurammen. Das alles sind Pantos. Aber werdet ihr gleich ja noch mal ein bisschen genauer sehen. Ich habe den Modus persönlich noch nie gespielt, beziehungsweise ich habe gar keinen Panto, der hinter mir, den ich über diese Linie bringen muss, hat einen Panto. Ich muss einfach suchen, dass er rüberkommt. An sich ist das gar nicht so schwer, da die meistens immer die Leute, die ich spiele, also die Angreifer gewinnen. Außer mein Teamkollege ist zu dumm. Ich meine, der hätte jetzt einfach geradeaus fahren müssen. Einfach geradeaus. Hat er nicht geschafft. Aber immerhin kann er jetzt gerade rausfahren und ich halte die auf. Jawohl. So haben wir es geschafft. Jetzt ist der in der Zone drin, ich habe es aufgehalten und wir haben gewonnen. Eigentlich wollte ich auch was komplett anders aufnehmen. Ich wollte irgendeinen anderen Gegnermodus aufnehmen, aber Rockstar findet keine, wo auch nur eine Person drin ist. Und steckt mich stattdessen, wenn ich auf Gegnermodus beitreten gehe, einfach in Deathmatches und Rennen. Das fand ich schon früher bei Rockstar super. Stellt euch mal vor, ihr geht zu McDonald's, kauft einen Burger und ihr kriegt keinen Burger, sondern ganz einfach Pommes. Ihr könnt nichts dagegen tun, genauso ist das ungefähr. Nur dass Rockstar genug Geld hätte, es zu beheben. Jetzt sind wir die Angreifer und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, da das eigentlich der Pause ist. Der versucht jetzt mich aufzuhalten. Toll, das schaffe ich nicht mehr. Mein Kollege hat mich ausgebremst. Wenn der es jetzt nicht schafft. Ja, der hat mich zum Drehen gebracht, mein Kollege. Ne, schaffen wir nicht mehr. Die sind schon drin. Ich verstehe, dieser Modus hat eine extrem schlechte Bewertung, weil persönlich macht mir das gar keinen Spaß. Aber ich muss jetzt irgendwas aufnehmen, ganz einfach. Ich bin hier nicht anders rausgekommen als das, deswegen kann ich da leider nicht mehr machen. Ich persönlich finde es einfach nur idiotisch von Rockstar. Von Rockstar. Von Rockstar. Ich finde es dumm, dass sie es nicht hinkriegen, für ein Vollpreisspiel, das einfach hinzukriegen. Dass man einfach in eine offene Lobby kommt. Was bin ich derjenige, der durchfahren muss? Mein Teamkollege ist hoffentlich schlau. Er muss einfach nur geradeaus fahren und ich werde möglichst hinter ihm bleiben. Dann versuchen, ja, dann mich da vorbei zu mogeln. Aber er macht das natürlich nicht schlau. Das bin ich hinter ihm. Denn schon klar ist, er die aufhalten muss und ich muss durchfahren. Der hat jetzt nicht einen von denen aufgehalten, aber immerhin bin ich den ausgewichen und konnte es dadurch schaffen. Ja, ich glaube, das war es sogar auch schon. Glaube ich, oder? Wird heruntergeladen? Ladevorgang? Komm schon. Lade herunter. Ne, was noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden diese Person eingestellt hat. Ich hoffe wenige, nämlich mir persönlich macht das gar keinen Spaß. Man kann ja auch den Panto runterhauen, aber es ist extrem schwer. Okay, mal, jetzt liegt alles an meinen Kollegen. Ist er schlau oder nicht? Er ist dumm. Nämlich, er hätte den jetzt locker aufhalten können. Mann, du Spastiker. Kann sich das nicht wirklich schwer, diesen Panto zu rammen, wenn man sich einfach so seitlich auf die Straße stellt. Aber mich rammt ja immer der Verteidiger und mein Teamkollege. Level 52 und damit mindestens die Kompetenz einer Walnuss haben müsste, die er nicht hat. Ja. Wird das jetzt nur sein, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen. Aber ich kann nichts dagegen machen. Roxy hasst mich ja. Na. So. Der eine ist jetzt klar, der bleibt da hinten. So. Los, Panto, fahr durch. So. Das war gut. Im ersten sind wir beide ausgewichen und im zweiten habe ich dann weggerammt und er konnte durchfahren. Immerhin versteht das Prinzip des Spiels. Und ich glaube, jetzt war es endgültig fertig.
Wie was mir gar keinen Spaß gemacht hat, wo ich schlecht bezahlt und habe wenig Erfahrung bekommen. Quasi schlechtester Modus aller Zeiten. Aber ich bin eben leider wirklich in nichts anderem reingekommen. Es gab wirklich nur diesen Modus. Oder ein selbsterstelltes Deathmatch, diese typischen 1-Million-Hack-Super-Deathmatches, wo man einfach nur in so einen Käfig eingesperrt ist und das andere Team nicht durchgehend abknallt. So. Ich gehe jetzt mal auf andere, auf aktualisieren. Bis vielleicht noch irgendein guter Modus kommt, nämlich jede Kugel zählt. Ist meiner Meinung nach. Macht keinen Spaß. Running back. Haben wir gerade gespielt, habt ihr gesehen. Ist nicht wirklich besser. So. Vielleicht das hier. Ein Rennen. Wenn Lust. Einer geht in den freien Modus. Und der andere macht das Rennen. Ich hoffe, der lädt jetzt niemanden ein, nämlich ansonsten wird die Aufnahme noch langweiliger. Übrigens, ich kann die nächsten paar Tage eventuell nur eine Folge hochladen, nämlich ich habe einfach zu wenig zum Hochladen, da ich eben kaum aufnehmen kann, solche Modi, der Rockstar einfach das zu schlecht macht. Ich bin auch hier der Motorräder, Anzahl der Runden. 3 reicht aus, Renntyp Standard, kein Kontakt, okay. Blablabla, so schnell machen. Ich weiß nicht, ich nehme mich nicht, ob die Musik GEMA geschützt ist oder so und einer hat verlassen. Super, aber ich habe jetzt keine Lust darauf. Fahren wir eben nur zu zweit. Nämlich, ich verstehe solche Leute nicht, anscheinend sie sofort verlassen. Nein, warten die lieber. Ein bisschen hier so in der Lobby sind und fahren dann. Ja, diese sieht am geilsten aus, die Sanchez. Ich persönlich bin schlecht in Rennfahren. Weil ich einfach, naja, ich mag keine Rennen an sich. Deathmatches bin ich so eher der Typ. Ich bin so eher der Typ, der einfach drauf ballert. Sieht man mal die Karte. Dürfte nicht so schwer werden. Ich hoffe einfach, dass der Typ Erbarmen mit mir hat. So, ihr seht auch hier, ich habe vier irgendwie. Ach, unten konnte man es kurz sehen, wie viel ich gewonnen habe und verloren. Sieht man sich auch recht egal. Mir gefällt auch mein Motorradhelm. Ich trage ja keinen Helm, ha? Richtiger Gangster, der fährt unsicher. Glaubt mir. So. Ich lasse ihn erstmal vorfahren, damit ich gleich seinen Windschatten nutzen kann, um ihn zu überholen. Ich sollte möglichst versuchen, keinen Unfall zu bauen, nämlich das wäre das Ende von allem. Ah, gut, er ist ein bisschen so darunter gefahren, aber ich glaube, er hat keinen Unfall gebaut. Noch nicht. Ne, er hat keinen gebaut, schade. Du wirst meinen Windschatten nutzen, um mich zu überholen. Das kann man aber auch nutzen, wenn man es schlau anstellt. Nicht kurz vor einer scharfen Kurve kann man es einfach nutzen, damit er zu viel Tempo drauf hat. Voll kann irgendwo reinbrettert. Um diese Kurve bin ich gut gekommen, er aber auch. Such mal einen Wheelie. Dann bin ich ein bisschen schneller. Boah, aber nicht zu schnell, sonst bleibt mir leicht aus der Strecke. In die Kurve bin ich auch gut gekommen. Sieht momentan recht gut für mich aus. Ja, ich glaube, er ist irgendwo hängen geblieben. Muss ich ausnutzen. Jetzt muss ich möglichst mit Wheelies fahren, damit ich das Tempo, den Vorsprung gut ausbauen kann. Ich darf jetzt bloß keinen Unfall bauen, nämlich sonst war es das für mich. Ja, die Kurve ganz gut. Die auch. Wieder den Wheelie. Das ist die letzte Runde. Komm schon. Schneller, schneller, schneller. Die Kurvenenden kriegt er anscheinend nie so gut hin. Das muss ich ausnutzen. Ich bremse immer so leicht in dieser Kurve, damit ich nicht so rausfliege wie er. Also er holt schon wieder auf, aber ich habe noch einen guten Vorsprung. Ich darf jetzt kein Risiko eingehen. Ich muss einfach diesen Vorsprung behalten.
Ist auch gerade im Menü. Wenn er jetzt verlässt, dann ist er ganz schön. Ja, er hat verlassen. Das ist der Beweis, er ist ein richtig schlechter Verlierer. Nämlich er gönnt mir nämlich jetzt nicht den Sieg. Ich krieg weniger Punkte und seine Statistik geht dabei nicht nach unten. Und meine nicht nach oben. Weil ich eben quasi das Spiel jetzt denke, ich bin alleine gefahren. Richtig kindisch, nämlich. Ja. Du hast nicht ganz ehrlich erbärmlich. So. Schafft. Und hier muss ich auch leider schon den Part beenden. Nämlich, alleine kann ich nichts wirklich was spielen. Nichts wirklich was spielen. Bestes Deutsch. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie einen Gegnermodus beizutreten, wo ich dann den nächsten Part aufnehmen kann. Aber ich kann da leider nichts machen. Ich hoffe einfach, es funktioniert besser und Rockstar kriegt das irgendwann mal hin. Übrigens, das Rennen gefiel mir auch nicht. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge. Der heutigen Folge, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.